Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Azeroth vs. Sword Art Online für die PS4. Im letzten Part sind wir hier in der Stadt angekommen und sind gerade in einem Café, das scheinbar von Agile betrieben wird. Oder Agile, ich glaube, er wird Agile ausgesprochen. Und ich habe gerade offscreen mal so ein bisschen durchs Menü geguckt. Und dabei ein paar Sachen rausgefunden, sage ich mal. Was Skills und so weiter angeht. Deswegen möchte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Oh, wie Black Lotus einfach mal ein anderthalb mal so viel Angriff hat wie Kirito. Sehr schön. Gut, und zwar haben wir hier zum einen die Möglichkeit, uns die Skills einmal einfach mal anzugucken, die wir haben. Ja, das ist wunderschön. Ganz interessant für die passiven Skills tatsächlich, damit man da mal erfährt, was machen die eigentlich. Wir können unsere Ausrüstung ändern. Maximal LP hoch, okay. Warum nicht? Aquareif erhöht den Wasserwiderstand. Nee, Wasserschaden. Amulett haben wir keins und Outfit haben wir nur das normale. Ja gut. Und wir können die Kurzbefehle ändern. Das habe ich jetzt gerade eben auch schon mal gemacht, dass ich hier einen weiteren Skill reingepackt habe. Und hier sehen wir die. Hier können wir jetzt die ganzen Skills, die Kirito kann, also in diesem Fall Kirito, entsprechend den Kurztasten zuweisen. Was ich schön finde. So, und. Das war tatsächlich Erste Hilfe, was hier schon drauf lag. Ein kleiner Heilspell, was ich ganz schön finde. Suche ist auch noch eine interessante Fähigkeit, um Schätze zu finden. Und dann habe ich hier noch einen Angriffsspell mit reingesetzt. Weil, warum nicht? So, Asna. Ich werde sie wahrscheinlich selber eh nicht nutzen. Sage ich gleich. Aber wir können ja mal gucken. Ah, ja gut, Keule nutzt eh nicht. Hier kriegt man noch den Windschnitter mit rein. Und eine Wiederauferstehung, damit du andere ressen kannst. Das finde ich ganz praktisch. So. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nee, haben wir sonst nichts weiter. Okay, kein Problem. Kein Problem. Sehr gut. Ich finde übrigens die Beschreibung hier sehr schön. 100 Tritte mit deinen Beinschwertern ausgeführt in nur einer Sekunde. Aua. Autsch. Ja, der Sternenstrom. Eine offensive Incarnate-Attacke. Da muss man ein bisschen Hintergrundwissen zu Azeroth haben. Das sogenannte Incarnate-System ist eigentlich eine Überlistung des Systems, sage ich mal. Dass man halt etwas erschafft, was eigentlich im System gar nicht da ist. Jetzt mal ganz minimalistisch ausgedrückt. Heutzutage würde man es vielleicht einen Glitch nennen. Aber ja. Gehen wir mal in Episode 3. どうやって唯ちゃんを助け出す方か。ゲイモンで行ける場所は限られてるんだよね。システムでロックされているのか、バベルとやらの仕業なのかは分かんないけど。それを調べて解除しないと、その塔まで行けないってことか。あと、塔の前に超強力なモンスターがいるんでしょ。そうだ。 あの強さは旧SAOのフロアボスを思い出させるほどだ。本来なら強力なプレイヤーを集めてレイドでも組んで戦略を練りたいところだが、何せ俺たちには時間がない。まだALOに残っている仲間たちを集めてあのモンスターとの再戦に向かおう。そうだね、それが今できる最善だと思う。そうとくれば、まずは仲間探しだな。私もできる限り 協力しよう。 SAO に ALO か。
Agil und Lisbeth sind deiner Gruppe beigetreten. Yay, wir haben eine Fünfergruppe. Sehr schön. Und ich denke mal, wir wollen hier raus. Weil ansonsten ist hier nichts. So. Na, dann kriegen wir noch eine Katzin, die uns sagt, wo wir hin müssen. Nicht wirklich. M. Kennst du diese Portale? Die Wartungsbox ist links, dort kannst du speichern. Da kannst du dich auch um deine Gruppe sowie Skills, Ausrüstung und Inventar kümmern. Das rechte Portal ist das Spielersucheportal, aber das funktioniert noch nicht. Okay. Wartungsbox. M für Maintenance. Okay, ich verstehe. Das ist irgendwo klar. Okay, hier ist das Teleport-Tor. Und hier hinten kann ich wahrscheinlich Waffen kaufen. Waffenladen. Wir haben heute eine tolle Auswahl an Waffen für dich. Okay. Jo, wir können auch Gegenstände identifizieren. Haben wir irgendwas? Nee. Nö. Okay. Und dann nicht. So. Gucken wir doch mal. Gut, die haben wir bereits. Okay. Kann ich mir hier nur... Ah ne, mit der rechten Maustaste kann ich Charakter wechseln. Okay. I see. Nö. Das will niemand. Ah, okay. Das Zweihandschwert könnte ich zum Beispiel Kirito geben. Aber ich glaube, Kirito kämpft besser mit zwei Einhändern. Von daher, und da haben wir nur das eine. Hm. So, Reißklaue. Wenn dann für Lisbeth als Schlagring. Aber jetzt nicht wirklich. Irgendwer mit Katana? Nee. Dann nicht. Hm. Lisbeth könnte eine Streitaxt nehmen. Okay. Keule, ja, gut. Nee. Ich könnte Asna ein Rundschild geben. Na, lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal Gegenstandsladen. Was haben wir noch? Gravierte Steine Shop. Was sind das? Hat für gravierte Steine, aha. Ah, okay, für die Duell-Avatare. Gut, dann gucken wir mal. Pyro-Extender. Ah. Okay, um Elementarschaden anzurichten. Verstehe. Und wir können auch Enhanced Armaments kaufen. Aber, ein bisschen teuer. Okay. Okay. Jo. Dann nicht. Dann lassen wir das. Sollen wir hier Material laden? Okay. Damit kann ich was anfangen. Hier haben wir eine Schmiede. Okay. Erfordern zwei identische Gegenstände. Ah ja. Okay. Gucken wir doch mal. Kann mit Kupfererz den Angriff verstärken. Um 1, ne? Super. Na, warum nicht? Warum nicht? Komm, machen wir. Verstärkter Angriff ist verstärkter Angriff. So. Und dann verballern wir auch noch unser zweites Kupfererz. Sehr schön. Auch die zweite Weissagung plus 1. Okay.
Hier werden wir auch nochmal Kupfererz brauchen. Na gut. Ansonsten. Synthese. Okay, ich könnte jetzt hier die beiden Weissagungen synthetisieren. Anscheinend nicht. Ach, was auch immer. Was auch immer. das wird uns sicherlich auch noch irgendwo erklärt oder so. Keine Ahnung. Gehen wir doch mal in den Teleporter und zurück zur Voglinde. Oder zur Voglinde. Voglinde? Keine Ahnung. Nach Voglinde. So. Spontan Quests erscheinen, wie der Name schon sagt, spontan, während du eine Gegend erkundest. Du kannst dich gerne an diesen Quests versuchen, um ihre Belohnung einzustreichen. Sie zu ignorieren, bringt dir jedoch keinen Nachteil. Das ist sehr, sehr gut. So, wollen wir doch mal gucken. Ist hier irgendwo irgendwas? Da hinten scheint was zu sein. Achso, das ist eine Spontan-Quest. I see. Na denn. Auf geht's. Hauen wir so um die Teile. So, einer liegt schon mal. Wow. Zwei, sehr gut. Uiuiui. So, komm schon. 4 von 7. 5 von 7. Das kriegen wir hin. Das haben wir gleich. Falscher Gegner. Falsche Gegner. Da ist der letzte. Okay. Komm schon. Yes. Hui. 3000 Irrit. Nice. Das ist schönes Geld. Das nehme ich gerne. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Kommt mal her hier. Na? Sehr schön. Und noch eine seltene Beute. Nice. Gut. Ich würde sagen, wir gehen dann mal so grob in die Richtung. Denn da hinten scheinen ja Quests zu sein. Ach, ganz ehrlich. Wir metzeln uns hier wieder mit Black Lotus durch. Bin ich eh ein größerer Freund von. So, außerdem ist sie stärker als Kirito. Das darf man halt auch nicht vergessen. Oh, hey, 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 hey. So, sehr gut. Weg mit den Kobolden. Die liegen hier gerade im Weg. Nice. Aus irgendwelchen Gründen ist gerade das Skillset von Black Lotus falsch eingestellt. Ich weiß nur gerade nicht wieso. Und wie ich die überhaupt ändern kann. Nee. Ich habe keine Ahnung. Egal. Ah. Okay. Rechten Stick drücken. Gerade rausgefunden. Na denn.
So. Na, komm her. Perfekt. So, und komm her. Ey. Mist. Ja, komm schon. Lass mich dich angreifen. Sehr gut. Na, ja, jo, jo. Perfekt. Ja, man kann Luftkämpfe auch mit dem nicht fliegenden Charakter machen. Ist zwar ein bisschen umständlicher, aber es funktioniert. So. Aber ich würde sagen, wir reden hier erstmal mit Pina. Pina, bist du da? Ara, Shirika, was ist denn da? Ist das nicht so? きっと近くにいるはずよ。探しましょう。近くっても見渡す限りタルだな。 Tja, stimmt wohl, aber das Fass sieht ein bisschen anders aus als alle anderen. Ah, Shirika. Asuna, nanika itta ka? Nanimo? So, so ka. Tara? Ima Tara kara koe ga. Oi. Koitsu wa mazaka. Doch, Eiki, genau das denken wir. あんたってば、なんだって樽の中なんかにいるのよ。まあまあ、リズ。とにかく無事でよかったよ、シリカ。今日はずっとピナと二人だったのか?いえ、シノさんとリーファさんと一緒だったのですが、はぐれてしまって。途中でモンスターに襲われて、びっくりして樽に入ったら。 なるほどね。そのまま出られなくなったってわけか。あ、はい。そうか。シノンとリーファも草原にいたんだな。はい。きっと今もどこかで迷子に。この場合、迷子はどう見てもあんたの方じゃない?まあまあ、早くみんな見つけてあげないとな。 Okay, dann wollen wir doch mal Shirika und Leafa suchen gehen. Shinon und Leafa. So, Leafa ist mir an sich relativ egal. Tatsächlich, aber, ja gut. Ist halt Kiritos Schwester, ne? Da wollen wir mal nicht so sein. Worum geht's denn? Okay. Besiege Siegmund. Ein Stern. Ja. Sollten wir ja schaffen. Super
Hunter no Amelia. Igo yoroshiku ne. Super Treasure Hunter no Amelia. Kimi tachi no sagashiteru ko wa kono danjo no oku no hou de mikaketa wa. Atashi no irai shita monster no sugu chikaku yo. Saa, ganbatte. Itte rasshai. Toller Zufall. Nakanaka gōin na ko datta ne. Na. Ma, Astoria no jōhō wa moraeta shi. Itcho ganbatte kuru to suru ka. Stereo. Ist, soweit ich weiß, ein Charakter aus früheren Sword Art Online-Spielen, die ich nicht gespielt habe. Na gut. Warum nicht, ne? Nani kore? Ah, Dungeon no yosu mo zuibun kawatta nda na. Okay, die Dungeons haben sich verändert. Sehen auf jeden Fall cool aus, finde ich. So, kommt mal hier, ihr Schleims. Okay. ...20 Burst Points. Sehr schön. Ja genau, das hatte ich auch gesehen. Es gibt hier zwei Währungen, sag ich mal, in denen man Sachen bezahlen kann. Zum einen die Standardwährung eben aus Alpha Online, die Irrt. Und zum anderen Burst Points aus Astral World. Was ich auch sehr, sehr passend fand, wir sind mit 499 Burst Points gestartet. Da man, um mal so ein bisschen in den Anime, oder mich auf den Anime zu beziehen, da man im Anime, um eben einen sogenannten Burst Dive durchzuführen, einen Burst Point ausgeben muss. Und das hat Black Lotus ja anscheinend gemacht, denn ansonsten wäre sie nicht im Spiel gewesen. Passt das. Die ist versiegelt. Ja, super. Na toll. Aber wenigstens ist hier eine, die nicht versiegelt ist. So. Nochmal 20 Burst Points. Na, warum nicht? Warum denn nicht? So. Dann wollen wir hier doch mal nach oben. Und weiter nach oben. Hey, na? Irgendwie. Ich hätte draußen nicht so viel kämpfen sollen, weil die Gegner hier sind doch ziemlich easy. Naja, was soll's. 300 irrt, okay. Oh, und hier oben ist schon unser Ziel. Ja, scheint so. Hi. Yo, hi. Storia da. Honto da. Storia san. Fuji ni yokatta yo. Ah. Honto ni. Ima no Asuna tachi no kotoba. Totemo setsujitsu na ki ga shita no da ga. Ano ko ni nani ka aru no ka? Ano ko wa mae no game de MHCP datta no yo. Yui chan to onaji ne. Oi. 感動の再会は後回しにしとけよ。モンスターの気配だ。来るぞ。 Hey Monster. Oh, du hast 4 Äxte. Oh, schön. Ja, 4 Energieleisten, genau wie in Sword Art Online. Oh, herrlich. Das finde ich gut. Moment. Okay. Die 4 Energieleisten sind auch alle sehr voll, wie es aussieht.
sollte hier eventuell auf Kirito wechseln. Machen wir auch. Weil der kann direkt in der Luft sinnvoll kämpfen. So, komm mal her hier. So, was sagen meine HP? Die sehen gut aus. Das ist schön. Ja, zu weit weg. Na, wenigstens ein bisschen noch getroffen. Aua. Na, 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 hier. Komm mal her. So, dich kriegen wir doch definitiv noch weg hier. Autsch. Okay. Sehr schön. Und komm. Jo, jetzt. Jetzt trifft der Skill mal richtig. Nice. So. Okay. Verdammt, ich weiß leider nicht mehr, wie die Wechselattacke funktionierte. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mitten im Kampf nachzugucken. Na komm. Na komm schon, du Arsch. So. Nochmal eine schöne Kombo rein. So. Na bitte. Das sieht doch gut aus. Das auf seiner letzten Lebensleiste. Perfekt. So, und jetzt natürlich im Enrage. Das war klar. Aua. Na? So viel Schaden macht es leider nicht. Schade. Letzte Kombo? Ja, leider nicht. Mist. So. Jetzt haben wir ihn aber erledigt. Sehr schön. Yay. Wupp, wupp. おいストレア、だからその呼び方とすぐ抱きつく癖やめろ。パパひどい。じゃあママ。ストレアさん。もうそのさん付けやめてよ。私もアスナの娘なんですけど。ファミリア。じゃあストレア。パパ、ママ。とてもそのような関係性には見えないのだが。ん？何この子？パパがまたどっかで拾ってきたの？おいストレア、そういう誤解を招く表現はやめてくれ。いいじゃない、別に。あながち的外れでもないでしょ。外れすぎだろ。でもちょっと貧相な感じね。私たちの仲間うちだとシリカタイプ？意味が全くわからない。だが非常に悪意を感じる。自己紹介と状況説明は移動しながらだ。長居せずにさっさと出るぞ。 Okay. Ja,
Wir haben Stella gefunden und gerettet. Ist versiegelt, natürlich. Was denn auch sonst? Ich war. Aber hier oben haben wir zumindest mal den Ausgang aus dem Dungeon. Beziehungsweise den Teleporter zurück zum Eingang. Der ist hier. So. Okay. Dann hatten wir jetzt damit unseren ersten Bossfight. Und unsere erste Quest. Das ist doch auch schon mal ganz schön. So, wo ist die Kleine? Hier ist die Kleine. So, schließen wir die Quest ab. Tja, ja. Wir haben eine Quest erledigt. Yay. Muss das Bild so lang bleiben? Danke. アイテムは気候かか。いやいや、キリト君。元気そうで何よりだよ。ゴタクはいいから、さっさと状況を教えてくれないか。そのために賭けてきたんだろ。なんだよ、釣れないね。まあ、こんな状況なら、それも仕方ないかな。少し待ってくれ。 今グループチャットでアメリカから特別ゲストを呼んだんだ。じゃっじゃーん。プリビエット。みんなのアイドル、セブンちゃんよ。セブンちゃん。アスナちゃん？どうしたの？元気ないみたいだけど。なるほどね。ゆいちゃんがそんなことに。ごめんね、みんな。 なんか私一人で、はしゃいじゃって。うん、気にしないで。セブンちゃんがアメリカに戻ってから、こうして話すのは久しぶりだもんね。それよりも、今の状況を教えて。運営のレクトはどう対処してるの？もちろん、レクトとは話をしたわ。でも、残念ながら解決の糸口になりそうな情報は何ももらえなかったの。 まずこの状況は原因不明ということだ。正体不明のデータ介入が外部から行われている。ペルソナバベルというプレイヤーや NPC の名前も聞かなかったし、プライベートピクシーを捉えるイベントクエストを実装したなんて話もない。関係性も不明だ。レクトは VRMMO の世間的な印象も懸念し、 何か発生する前にログアウトを推奨した。それだけなんだよ。そうか、分かった。待つんだ、キリト君。まさかこのままプレイを続けるつもりじゃないだろうね。当然続けるぞ。原因不明の現象でユイが捕まったままで放置しておくことなんてできない。心中察するところだけど、今はログアウトをすべきだよ。 アミュスフィアでデスゲームのような状態が発生するはずがない。それは疑う必要もないことだが、状況がわからない以上は予測不能な出来事もあるかもしれない。キリト君、一旦落ち着いてからまたダイブすればいいだけの話じゃないのか。この状況で再ダイブできるのか。できるよ。レクトに確認も取った。<笑> できないよ、キリト君。七色博士、そこは話を合わせてくれる約束では。どうせすぐ嘘だってバレちゃうよ。
それよりも早く動いてもらってユイちゃんを救ってもらった方が話が早いよ。セブン、さすが俺たちの仲間だ。レクトはね、この事態が解決するまで最大部をシステム的に封じたよ。一度ログアウトしたらもうダイブできないことになってる。やれやれ、僕は君たちの絆の深さに感動して涙が出そうだよ。分かった、好きにするがいいさ。責任は僕が持つよ。ただし君たちのプレイを続けさせることに担保はできない。上から強制的にログアウトさせろというお達しを受けたら無理やりにでもアミュスフィアを取り外すからね。ああ、構わない。アミュスフィアがナーブギアほど直接人体に悪影響を与えないとはいえ、こんな不安定な状況下では安心はできない。それだけは理解しておくんだよ。すまないな、聞こうか。ちなみにリーファにシノン、クラインたちはまだダイブし続けてるのよね。うん、お姉ちゃんやフィリアもまだ ALO 内にいるよ。そうか、了解だ。みんな頑張ってね。うん、セブンちゃんありがとう。じゃあ何かあったらまた連絡を入れるよ、キリト君。すまん、聞こうか。いやいや、それじゃあまた。そういや、この子について何も説明しなかったな。状況を混乱させると判断してのことなのだろう。確かにこっちの状況を全部教えたら余計混乱させちゃいそうね。ログアウトも口うるさくなりそうだし。むしろロッタの仲間について何も聞けない会話の流れになってたよな。すまない。いや構わないさ、話を続けよう。ああそうだな、飛行家とセブンとの会話で時間が切迫していることは分かった。強制的にアミスフィアを外されるならまだしも、 GM 権限で一気にゲームサーバーをシャットダウンでもされたら終わりだ。俺たちはその前にユイを救い出し、ロッタを元の VRMMO に戻さなければならない。私の方は後回しでいい。きっとはぐれたクロウも同じように思ってくれるはずだ。おそらくは君たちの言う定員門と同様の施設、離脱ポータルを見つけられれば戻れるはずだ。分かったよ、ありがとう。よし、そうとなったらとっとと他の仲間も集めちまおうぜ。Was eine lange Cutscene. Also, na, was ist Cutscene? Was für ein langer Dialog. Gut, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Es ist schon wieder fast eine Doppelfolge geworden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.